Und diese Meldung hat uns eben erreicht, die Maskenpflicht in den Schulen in Nordrhein-Westfalen endet zum 2. April. Das teilte Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer heute mit. Ab Montag, dem 4. April, müssen Schülerinnen und Schüler damit keine Masken mehr in den Klassenräumen tragen. Das Land nutzt hier eine Übergangsregelung des Bundes über den 20. März hinaus. Masken könnten aber in den Schulen weiterhin freiwillig getragen werden.